Als Eingangsbild sehen Sie das BF3-Begleitfahrzeug mit Wechselverkehrszeichenanlage im praktischen Einsatz. Infolge modernster Glasfasertechnik lassen sich die Verkehrszeichen 101 Gefahrstelle, 276 Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art und 277 Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 Tonnen optisch darstellen, und zwar dergestalt, dass der nachfolgende Verkehrsteilnehmer unmissverständlich informiert wird und so Fehlverhalten weitestgehend ausgeschlossen wird. Die speziell ausgebildeten Fahrer dieser Begleitfahrzeuge sind in der Lage, über ein Display im Fahrzeugfond die jeweiligen Verkehrszeichen zu zeigen, wie sie für die jeweiligen Streckenabschnitte von den Genehmigungsbehörden gefordert werden. Die Umsetzung in die Praxis können Sie in den nächsten Minuten verfolgen. Vor Transportbeginn ist es unerlässlich, dass sich das Fahrzeugpersonal gemeinsam die Auflagen der Genehmigung anschaut und Absprachen über die erforderlichen Maßnahmen trifft. Ein besonderes Augenmerk gilt hierbei den Auflagen, die zum Befahren von Brückenbauwerken erteilt wurden. Ein äußerst kritischer Punkt im Verlauf eines Schwertransportes auf der Autobahn ist das Einfädeln in den fließenden Verkehr. Durch die gute Erkennbarkeit des BF3-Begleitfahrzeuges, auch bei Nacht, konnte das Unfallrisiko auf ein Minimum reduziert werden. Da das kommende Brückenbauwerk von dem 120 Tonnen schweren Kranfahrzeug nur im Alleingang und einer maximalen Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h befahren werden durfte, musste der in gleiche Richtung fließende Verkehr ausgeschlossen werden. Durch rechtzeitige Absprache per Funk und Darstellung des Überholverbotes mit Zeichen 276 konnte dies erreicht werden. Im Verlauf der Aufnahmen konnte wiederholt festgestellt werden, dass die meisten Verkehrsteilnehmer bei Erkennen des Begleitfahrzeuges bereitwillig und rechtzeitig den Fahrstreifen wechselten. Kollege, ich mache jetzt dann zu. Fahrstand bitte. In Höhe der Anschlussstelle Sinsheim musste eine weitere Brücke im Alleingang befahren werden, weshalb wiederum allgemeines Überholverbot gezeigt wurde. Dass nicht alle Verkehrsteilnehmer die gesetzlichen Neuerungen kennen, zeigte dieser Pkw-Fahrer sehr anschaulich.
Aufgrund des sehr hohen Eigengewichtes stellt ein solcher Transport trotz optimaler Absicherung nach wie vor ein Hindernis dar, da die Fahrgeschwindigkeit an Steigungsstrecken bis auf Schrittgeschwindigkeit abfällt. Hier ist sehr gut zu erkennen, wie die Brückenauflagen vorbildlich in die Praxis umgesetzt werden können, was beim Befahren der Neckarbrücken bei Heilbronn dringend erforderlich ist, da es sich mit einer Gesamtlänge von über 3 Kilometern um eines der größten Brückensysteme im Zuge der BAB 6 handelt. Wie hoch die Akzeptanz des BF3-Fahrzeuges bei Berufskraftfahrern ist, zeigt das Verhalten dieses Fahrers. Als kurzfristig ein Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 2,8 Tonnen Gesamtgewicht erforderlich wurde, brach er den Überholvorgang ab und ordnete sich hinter dem BF3-Fahrzeug wieder ein.